Wenn du dich im Rahmen deiner Selbstständigkeit vorbereitend auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung Gedanken gemacht hast, dich mit Thema Zielsetzung, Erfolgsregeln und Selbstbewusstsein befasst hast, dann wirst du feststellen, dass auch das Thema der Selbstverwirklichung für viele, vielleicht auch für dich, ein Anlass sein kann. Nur was das genau bedeutet, Selbstverwirklichung, und was da auf dich als Gründer, als Unternehmer zukommt, das werde ich dir in diesem Video zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin ganz normal als Angestellter in die Wirtschaft eingetreten, habe 2, sogar 3 Behörden durchlaufen und viele Jobs durchgeführt. Also ich bin nicht geboren als Unternehmer und mit dem goldenen Löffel auf die Welt gekommen. Vielmehr habe ich mich an einem Prozess der Transformation begeben, über viele Phasen, Etappen, über viele Niederlagen und Erfolge, über viele Lektionen lernen dürfen, was es bedeutet, ein Unternehmer zu sein, was es bedeutet, durch eine persönliche Transformation zu gehen. Und richtig ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass du beim Ziel deiner unternehmerischen Zielsetzung angekommen eine andere Persönlichkeit sein wirst, als du es heute bist. Und deshalb ist Selbstverwirklichung natürlich etwas, was relevant ist. Nur was es genau bedeutet und was da auf dich zukommt, das zeige ich dir jetzt. Wenn du im Wald spazieren warst, hast du sicherlich schon mal einen frisch gefällten Baum gesehen. Der sieht ungefähr so aus wie diese Skizze und Zeichnung hier. Dort siehst du nämlich die einzelnen Jahresringe. Das heißt also, der Baum kommt nicht gleich mit einem Umfang von 1 oder 5 Metern aus dem Boden heraus, sondern er beginnt ganz klein, wird immer breiter, immer größer. Und so ähnlich ist es auch mit unserer Gesellschaft. Irgendwann mal hier in der Mitte gab es den ersten Entstehungspunkt unserer Community, unserer Gesellschaft. Und über viele Generationen und Traditionen, also deine Eltern, deine Großeltern, die Urgroßeltern und so weiter, wurde aus der Gesellschaft irgendwann mal ein Mensch geboren, der du heute bist. Du bist also heute das letzte Ende, der äußerste Ring deiner Generationsfolge. Weshalb ist das so wichtig für deine Selbstverwirklichung zu wissen, dass du von 2 Eltern abstammst, die insgesamt wiederum von 4 Großeltern und 8 Urgroßeltern und so weiter abstammen? Nun, dein heutiges Produkt, dein Selbst, deine Persönlichkeit, die ist geformt, nicht nur genetisch erzeugt durch deine Eltern, sondern auch durch Epigenetik aktiviert durch die Erziehung, durch die Erfahrung, die du in deinem Elternhaus, in deinem Schulzeitalter, in der Ausbildung, bei deinen Freunden, in deiner Kultur gemacht hast. Du bist also heute das äußerste Ende deiner Traditionslinie. Und wenn du dich jetzt einfach mal virtuell umdrehst und in deine Traditionslinie, in die Vergangenheit guckst, dann wirst du feststellen, ob diese Menschen dir auch das mitgegeben haben, dich so geprägt und es vorgelebt haben, was du brauchst, um entweder ein freiberuflicher Dienstleister zu werden oder ein Gewerbetreibender oder letztendlich auch ein Unternehmer, der Mitarbeiter einstellt, Führungskräfte entwickelt, viele Filialen aufbaut und so als Persönlichkeit Kapitän eines kleinen oder eines großen Unternehmensschiffs wird. Wenn du zu den Menschen gehörst, die nicht in diesem Kontext aufgewachsen sind, sondern du letztendlich aus dieser Traditionslinie herausgehen musst, um eine völlig neue Persönlichkeit zu werden, dann ist Selbstverwirklichung natürlich ein guter Weg. Und wenn du das erreicht hast, dein Calling, deine Berufung gefunden hast, dann hast du dich selbst verwirklicht. Aber der erste Schritt davor ist zunächst ein anderer. Der erste Schritt besteht darin, der Realität ins Auge zu sehen und zu erkennen, dass du noch nicht das hast, was du möglicherweise brauchst, um dort anzukommen, wo du dich selbst verwirklicht hast in deiner neuen Position und Funktion als selbstständiger Unternehmer. Es heißt also, Nein zu sagen zu dem, was du bisher mitbekommen hast. Es also in Frage zu stellen, es sogar selbst zu verleugnen. Und dabei spreche ich nicht von den üblichen, weit verbreiteten Glaubenssätzen, Geld ist schmutzig oder wer viel Erfolg hat, der nimmt anderen Menschen was weg oder Unternehmer und Kapitalismus ist böse. Das sind noch die einfachen Glaubenssätze, die relativ schnell sichtbar und auch bearbeitbar sind. Es gilt aber viel komplexere Glaubenssätze auch zu ergründen. Zum Beispiel das Thema Verkaufen. Das Verkaufen letztendlich aktive Problemlösung anderer Menschen ist. Es geht darum, dass Zeitmanagement und Selbstmanagement auch erlernbar ist, dass es dir nicht in die Wiege fällt. Dass eben Menschen nicht mehrere Sachen Multitasking machen können, sondern dass neue Arbeitsprozesse und Gewohnheiten etabliert werden. Deine komplette Persönlichkeit, wenn du an deinem Ziel angekommen bist, wird eine andere sein als heute. Wenn du aber die alten Fesseln aus deinen Traditionen, die unten unter der Hose vielleicht als kleines Seil, als Tau, als
Fußschelle herausgucken. Wenn du diese Fessel nicht löst, wirst du dich keinen Zentimeter Richtung deiner Berufung, deiner Selbstverwirklichung auch bewegen. Mein Coach hat einfach mal gesagt, dass das sicherlich sinnvoll ist, dass man vieles von seinen Eltern übernommen hat und auch überlebt hat. Das ist ein gutes Zeichen, wofür man dankbar ist. Aber die meisten Eltern wollen zwar, dass es einem gut geht, aber nicht unbedingt viel besser. Häufig ist es so, dass das Umfeld, wenn du dich selbstständig machen willst, nicht unbedingt dafür ist, dass du diesen riskanten Schritt gehst. Erstens, weil sich dieses das selbst gar nicht vorstellen können. Zweitens, weil sie vielleicht Meinungen gehört haben über Dritte, die etwas von Vierten gehört haben, dass jemand mal pleite gegangen ist. Und das Dritte ist, weil vielleicht nicht alle dir diesen Erfolg auch wirklich gönnen. Vielleicht kennst du auch die Geschichte von dem Mönch, der zum Meister gekommen ist und gesagt hat, ich will von dir alles lernen, und hat erzählt, was er schon weiß und was er schon weiß und dass er dieses und jenes kann und erlebt hat und wie toll er ist. Und der Meister kam gar nicht zum Wort, also hat er einen Tee gekocht und hat seinem Schüler den Tee eingegossen, bis die Tasse voll war, übergelaufen ist und der Schüler, der Mönch, schreiend aufsprang und dem Meister vorwarf, was machst du da? Du verbrennst meine Beine, kriegst du das denn nicht mit? Und da meinte der Meister, ich krieg das sehr wohl mit. Deine Tasse ist voll. Und wenn du tatsächlich von mir etwas haben möchtest, dann ist deine erste Aufgabe, deine Tasse zu leeren, um Neues aufzunehmen. Und genauso wie dieser Mönch lernen musste, Neues aufzunehmen, so bist auch du auf dem Weg dorthin, erstmal das, was du glaubst zu wissen, auch in Frage zu stellen, nicht einfach wegzuwerfen, sondern zu überprüfen und auch davon auszugehen, dass vieles davon sinnvoll ist, aber auch vieles geeignet ist, dich zu fesseln, festzuhalten, zu blockieren, dir den Weg zu versperren in die Selbstverwirklichung. Zusammengefasst ist es eine tolle Reise, die vor dir liegt. Egal, ob du als selbstständiger Unternehmer oder allein als Spitzenführungskraft Karriere machen willst, du wirst auf jeden Fall hier oben eine andere Person sein. Aber wenn du dich auf diese Reise begeben willst, dann gilt es, dein Land, deine Position zu verlassen. Wenn du aus Deutschland nach Österreich und die Schweiz willst, dann kommt der Punkt eines Tages, wo du diese Grenze überschreitest. Du verlässt das alte Land und du betrittst das neue Land. Und diese Entscheidung liegt vor dir oder du bist gerade mittendrin. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, also nicht nur bei der Entwicklung deines Geschäftsmodells, deiner Ertragsmechanik und der Plausibilisierung aller Annahmen im Finanzplan, sondern gerade diesen persönlichen Weg zu gehen, dann lade ich dich ein, diesen Weg nicht alleine zu gehen. Kein Kampfsportler lernt alles alleine. Kein Zimmermannslehrling fängt alleine an, den Baum zu beschnitzen und vielleicht einen Dachbalken oder Dachstuhl daraus zu machen. Auch im Gaswasser-Sanitärbereich wird immer ein Meister gesucht. Die Studenten gehen in die Uni und suchen Professoren, die hoffentlich das auch halten, was sie versprechen. Und so gilt es auch für dich als Unternehmer, wenn du diese Reise gehen willst, Menschen zu suchen, Vorbilder zu suchen, Coaches, Mentoren und Berater zu suchen, die dich begleiten und vor allen Dingen die fiese Fragen stellen, die hier dein Ist-Zustand, den du momentan hast, auch in Frage stellen. Ich selbst habe seit über 20 Jahren Coaches, Mentoren und Berater und möchte das nicht mehr missen, sondern eher viel mehr ausbauen. Also in allen 10 Lebensbereichen am besten einen oder zwei Berater und Coaches zu haben. Das garantiert mir, dass ich nicht stagniere. Denn du setzt das Limit nach oben mit deiner Persönlichkeitsentwicklung, ob es weitergeht. Es ist unwahrscheinlich, dass du reifere, weiterentwickelte Menschen anziehst oder gar führen kannst, die weiter sind als du. Denn du bist wie bei den Flöhen, die in einer Box nach oben springen, die Glasplatte, wo auch die anderen Mitarbeiter oder Kunden nur weit hoch springen. Es liegt an dir, diese Platte nach oben zu verschieben, dass du auch attraktiv bist für die Menschen, die sich auf eine ähnliche Reise gemacht haben. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, ein kostenfreies Erstgespräch erstmal führen willst, um uns kennenzulernen, unsere Möglichkeiten sowohl in der Beratung für deine Unternehmensentwicklung als auch im Coaching für deine Persönlichkeitsentwicklung, lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du gleich unter dem Video oder auf unserer Webseite. Du kannst gerne auch anrufen, noch weitere Videos anschauen. Vergiss aber bitte nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner Reise der Selbstverwirklichung, die damit beginnt, erstmal das in Frage zu stellen, was da ist. Es ist zwar gut, aber du kannst besser werden, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.